Ja, das wäre schön. Sie sollten ihn probieren, sonst verpassen Sie wirklich was. Außerdem tut so ein warmes Getränk gut. Danach macht einem der strengste Winter nichts mehr aus. Sie vergessen die Kälte und fühlen sich einfach gut. Das ist schön. Echt? Wollen Sie ihn nicht mal probieren? Es ist gleich nebenan. Es ist wirklich schade, dass es mir nicht erlaubt ist, Kaffee zu trinken. Warum? Nein, mein Arzt hat es mir verboten. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss arbeiten. Ja, ja. Das ist nicht wahr. Er macht mich wahnsinnig. Sie schon wieder. Haben Sie... Hören Sie, bald Hoppala. Ist Weihnachten und mein kleiner Neffe träumt von einem richtigen Walkie-Talkie. Ob ich mir wohl mal Ihres ansehen darf? Das ist kein Spielzeug, Fräulein. Das ist ein Hightech-Gerät, das dazu bestimmt ist, Leben zu retten. Ja, ich will auch ein Leben retten. Nämlich meins, weil ich hier gleich erfriere. Es ist doch wegen Weihnachten, Wachtmeister. Auch Polizisten müssen ein Herz haben. Versprechen Sie mich dann in Ruhe zu lassen? Großes Indianer-Ehrenwort. Okay, okay, hier, bitte. Aber so etwas gibt es nicht im Handel. Das ist den Profis vorbehalten. Also nicht dir, oder was? Ich habe mir die Frequenz gemerkt. Das ist schön. Also dann, Herr Wachtmeister, ein schönes Weihnachtsfest. Über Weihnachten habe ich Dienst. Tut mir leid. Pah. Okay. Manchmal sind die Dialoge hier schon schön, ne? Wir haben eine Nummer im... eine Frequenz im Inventar. An alle Einheiten. Im Osten der Stadt hat ein Einbruch stattgefunden. Wir brauchen hier dringend Verstärkung. Okay, schön. Ist auch schön, dass der gleich die ganze Sperre mitnimmt, ne? War das jetzt hier? Geschlossen. Sieh an, sein Briefkasten steht offen. Ich weiß, dass Neugierde eine Todsünde ist, aber... Oh Gott. Oh nein, sag, dass das nur ein böser Traum ist. Oh oh. Was ist ein böser Traum? Fragezeichen. Ich muss den Ort finden, an dem ich den Direktor treffe. Er sagte, ich solle den Hufspuren folgen. Schön, spielen wir die wieder. Ich frage mich, ob ich manchmal ein bisschen gemäßigter reiten sollte, weil das schöner aussieht. Aber ich will ja eigentlich schneller durchkommen und nicht dann irgendwas kommen, die... du stresst das Let's Play. Also, okay. Das war jetzt nachgemacht, sorry. Ich nehme es zurück. Also das war gerade von meiner eigenen. Ja, da sind halt die Hufspuren da. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ihr das nach alles viel kleiner seht. Und jetzt ist mir auch klar geworden, dass ihr das Ganze auch nicht lesen könnt immer. Tut mir leid. Ich werde es euch sagen, wenn es was Wichtiges ist. Schön, dass meine Hufspuren verschwinden, aber die von seinem Pferd nicht, ne? Ich muss jetzt hier absteigen. Ich würde dann gerne absteigen hier. Hallo, absteigen. Ich kann ja nicht absteigen. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann nicht absteigen. Wieso kann ich hier nicht absteigen? Ey. Oder kann ich da mit dem Pferd rein? Kann auch sein. Wäre auch nicht schlecht. Hey, ich will da rein. Boah, ey, das macht mich wahnsinnig, ey. Das gibt's nicht. Ich werde nochmal irgendwo mein Pferd woanders abstellen. Und gucken, dass ich da runterkomme irgendwie. Jetzt. Der Weg da oben war wahrscheinlich zu schmal. Ich habe auch keine Jacke an, fällt mir gerade auf. Und die Schneeflocken im Haar werden auch sehr angenehm sein. Und eigentlich wollte ich eine Aufnahmepause machen, aber jetzt, wo ich mitten im Abenteuer stecke, ist ein bisschen fies, ne? Ich bin ja nicht fies. Dafür müsst ihr auch versprechen, dass ihr das nächste Let's Play auch noch anguckt. So.
Du bist zu spät. Gibt es ein Problem? Auch schön, dass wir mit einem Phantom sprechen. Ich bin immer zu spät. Ich musste an einer Polizeisperre vorbei. Entschuldigung. Macht nichts. Setz dich. Ich habe mit dir zu reden. Ich mag den Typ nicht. Ich mag dich wirklich, weißt du? Ich mag dich auch. Ich meine, dass ich etwas für dich empfinde. Oh, Esteban, ich... Sag nichts. Ich möchte nicht, dass du nach dem Wettkampf fortgehst. Ich will dich auch nicht verlassen, aber ich habe keine Wahl. Bleib hier und komm in meine Mannschaft. Gemeinsam können wir es weit bringen. Ich mache aus dir einen Champion und wir bleiben zusammen. Du willst mich in deinem Team? Ich bin geschmeichelt, aber... Es ist ganz einfach. Du musst nur hier unterschreiben, um den Rest kümmere ich mich. Meinst du diesen Wisch? Victoria, auch ich freue mich, dich wiederzusehen. Kehr sofort zur Akademie zurück, Mädchen. Und du wage nicht, dich meinen Schülerinnen zu nähern. Meine Karriere geht dich überhaupt nichts an. Wenn ich es für richtig halte, zu einer besseren Schule zu wechseln und mit jemandem zusammenzuleben, den ich mag, kannst du mich nicht daran hindern. Und genau das werde ich tun. Man kann nicht immer gewinnen, Victoria. Apfel gefällig? Geh zum Teufel! Du hast mir gefehlt, Victoria. Sei auf der Hut. Schön! Wir machen weiter mit der Bibliothek. Und müssen noch ein bisschen lesen und studieren und notieren und so weiter und so fort, ne? Ja. Also. Machen wir mal weiter. Da ist noch was. Gut, es sind sogar drei Sachen. Moment, war das jetzt eigentlich alles? Fragezeichen. Das war jetzt nur dieses Buch. Mal nochmal gucken. Ah, da war noch was. Ja, gut. Sottele. Das war's dann, ne? Ja. Jetzt sind wir durch. So, zurück zum Stundenplan. Kommunikation. Google Mama. Okay. Könnte ein bisschen schwieriger werden, glaube ich. Naja. Das hier war das Hufeheben. Warte. Heben. Ja, ich würde sagen, dann versuchen wir eben mal beim Heben zu helfen. Gibt es hier nämlich auch, ne? Genua. Wusch! Wusch! Wieso? Wieso denn bloß? Das Ufer anheben, ne? Scheiße. Ich kann das nächste noch nicht machen, das ist ein bisschen doof. Ne? Ich habe so ein bisschen Angst. Nicht klappt jetzt. Das ist doch Reben, oder? Orthopädisch. Vielleicht noch ein paar orthopädische Sachen machen. Ha! Okay, dann halt das. Hoppala. Wo kommt der denn her? Gut, ich weiß, dass das fressen war. Dann machen wir das Polen füttern. Jeha! Wir sehen uns das nochmal an. Ja, das ist das Stampfen und Kopf hin und her, würde ich sagen, ne? Stampf, Kopf von links nach rechts, das sollte dann der Reifen sein.